So, willkommen zurück. Wir müssen zum alten Portalpodium gehen, um in die falsche Richtung zu gehen. Um ein Portal nach Hoffensbrand zu erstellen. Und auch um die Anachoritin zu retten, die Nockfross geklaut hat. Beim Kampf gegen Zeldina und nachdem er gegen Zeldina gewonnen hat, hat er sie uns einfach weggeninjert. Das gibt's nicht. Es ist ein Novum. Dieser Ort hat sicher eine interessante Geschichte. Ich sollte sie später nachschlagen. Das wirst du sogar. Später. Da oben ist es, da waren wir schon. Da waren wir schon. Ich wünsche auch gute Nacht. Gut. Erweckt das Podium, indem ihr die Steine mit den Runen in der Nähe abgleicht, während ich den Portalschlüssel einstimme. Ich glaube, da können wir die einfach nur bewegen. Das rast ja wahrscheinlich von selbst ein. Ja, ich kann die Verbindungen spüren. Ach, da oben sind die Runen, die habe ich gar nicht gesehen. Die Energieleitungen öffnen sich. Pro-Tipp, um ein Rätsel schwerer zu machen, macht einen Schalter, den man noch drücken muss. Gut gemacht, Sterblicher. Der Schlüssel ist eingestimmt und das Podium aktiviert, Sterblicher. Nun kommt und holt den Portalschlüssel. Hier, bitte sehr. Ein frisch eingestimmter Portalschlüssel. Tragt ihn bei euch und das Portal wird euch im Inneren von Hoffensbrand absetzen. Danach seid ihr auf euch selbst gestellt. Ich hoffe sehr, Lyrant hat einen Plan, was zu tun ist, sobald ihr dort seid. Irgendwelche Ratschläge für uns, Madame Caprice? Für euch, süßer Sterblicher? Immer. Lasst Lyrant und die anderen sich dieser Angelegenheiten annehmen. Süßer Sterblicher. Zurück nach Ferngra. Euer Leben ist kurz genug. Warum es auf einem solchen Irrweg vergeuden? Ich kann euch versichern, dass unsere Verbindung unser beider Befriedigung dienen würde. Der Text, ey. Süßer Sterblicher. Wurde noch nie so genannt. Ich muss die Anachoretin retten. Oh, ich habe nur gescherzt. Ihr seid so entzückend stoisch. Und ihr liegt richtig, wie ich zugeben muss. Merunes Dagon begehrt schon seit langem Ferngrabs Türen in die vielen anderen Reiche. Lasst Nogvros nicht unsere liebe Anachoretin missbrauchen, damit er sich diese Türen nimmt. Denkt daran. Ablenkung. Wie würdet ihr denn das Vorhaben der Klingenträger sonst nennen? Während sie die Aufmerksamkeit der Truppen von Nogvros auf sich ziehen, müsst ihr rasch handeln. Ihr habt so lange, bis der letzte Klingenträger gefallen ist. Nutzt diese Zeit weise. Und ich hoffe sehr, ihr überlebt. Allein schon aus ästhetischen Gründen. Das werde ich. Die Klingenträger werden die Verteidiger der Feste beschäftigt halten. Überlasst das eurem Clan, Rynkios, und kommt mit uns. Ihr könnt euer Schwert brauchen. Ich werde mich Nogvros im offenen Kampf stellen. Vor den Augen meiner Kühen. Das ist der Weg der Ehre. Gut gesagt, Klingenträger, doch ich werde Nogvros vernichten! Herr, auf ein Wort, bitte! Ich wünsche euch eine gute Jagd, Sterblicher. Meine Klingenträger und ich werden den Zorn von Nogvros Armee auf uns ziehen, während ihr euch in die Feste einschleust. Das ist eine großartige Gelegenheit, die Macht meines Clans unter Beweis zu stellen.
Heute zahlen wir es den Dienern von Nerunes Dagon mit Pein und Kummer heim. Ich habe zweistellige Zuschauer. What the fuck? Ihr werdet bei dieser Schlacht vielen Leuten aus euren Clan verlieren, Rinkus. Die Sorge eines Sterblichen. Wir sind Remora. Wir sterben nicht. Wir kommen wieder. Und Klingenträger fürchten keinen Schmerz. Wir existieren für die Schlacht und den Ruhm. Valkynas Nokvross ist unter den Kühen hoch aufgestiegen. Doch wir werden uns als stärker erweisen. So ist es unsere Art. Wenn wir Valkynas Nokvross besiegen, was werden dann seine Anhänger tun? Die Stärkeren werden um seine Position kämpfen. Die Schwächeren werden den Aufstieg eines neuen Anführers abwarten. Nokvross erzwingt allein durch seine Stärke Gehorsam. Niemand ist stolz darauf, ihm zu dienen. Sie wissen, dass er sich seinen Platz verdient hat, indem er seine Anhänger als Trittleiter benutzte. Wird Valkynas Nokvross denn nicht wieder den Befehl übernehmen, sobald er irgendwann wieder zurückkommt? Die Wege im Reich des Vergessens sind düster und sonderbar, Sterblicher. Niemand kann sagen, wie lange seine Neubildung dauern wird. Doch selbst wenn Nokvross sofort wiederkäme, wäre er doch mit der Schmach einer Niederlage behaftet. Wer würde einem Valkynas dienen, der zu schwach ist, um seine eigene Festung zu verteidigen? Wir müssen die Anachoretin erreichen, bevor Valkynas Nokvross ihr Blut verwenden kann, um seinen perfektionierten Kataklysten anzutreiben. Offenkundig trachtet er danach, seine eigenen Verkörperungen zu erschaffen. Ich würde es vorziehen, mich nicht einer solchen Kreatur stellen zu müssen. Nun nehmt Arox und lasst uns gehen. Was geschieht, sobald wir durch dieses Portal treten? Rynkios und seine Klingenträger stürmen das Haupttor und ziehen so die Aufmerksamkeit der Truppen von Valkynas Nokvross auf sich. In der Zwischenzeit schleusen wir uns ein, indem wir den einen bestimmten Portalschlüssel benutzen und versuchen, unbemerkt zu bleiben, während wir die Feste nach der Anachoretin durchsuchen. Was geschieht, wenn wir die Anachoretin finden? Wir müssen Nokvross daran hindern, mit ihrem Blut sein Gerät anzutreiben. Ich gestehe, dass ich seinen sogenannten perfektionierten Kataklysten gern untersuchen will. Diese ganze Idee, das Unwandelbare verwandeln zu wollen, fesselt mich. Aber ich verspüre nicht den geringsten Wunsch, mich noch einer dieser Verkörperungen zu stellen. Habt ihr sonst noch etwas über den verdrehten Stab herausgefunden? Sagen wir einfach, ich habe eine gewisse Ahnung, wie wir ihn verwenden könnten, wenn es zum schlimmsten aller Fälle kommt. Behaltet Arox bloß dicht bei euch. Sein Wissen über die Feste ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir in ihrem Inneren unbemerkt bleiben wollen. Lyrant hat recht, Herr. Die Schulter. Bevor mich ein Fluch in die Gestalt zwang, die ihr vor euch seht, hatte ich den Befehl in Hoffensbrand. Ich kenne seine vielen Räume und Gänge so gut wie die Falten an meinem Schwanz. Und ihr werdet mich brauchen, um den verräterischen Nokvross zu stellen. Ihr hasst Valkynas Nokvross wirklich sehr, oder, Arox? Hass ist doch ein viel zu schwaches Wort für das, was ich empfinde, Herr. Ich hege keinen Groll, dass er gegen meine Herrschaft aufbegehrte. So ist es in den Tobenländern Sitte. Es ist nur natürlich, seine Höhergestellten herauszufordern. Doch Nokvross entschied sich für den Pfad der Feigheit. Dafür muss er sich verantworten. Was meint ihr mit dem Pfad der Feigheit? Stellte sich Nokvross mir in der offenen Schlacht? Streckte er mich mit seiner eigenen Kraft und Inbrunst nieder? Nein, er wählte den Fluch eines Betrügers. Sein Handeln offenbarte seine Furcht. Nicht seine Macht. Er hat seinen Platz als Oberhaupt der Armeen von Fürst Dagon nicht verdient. Wollt ihr in den Dienst von Merunes Dagon zurückkehren? Ich weiß es nicht. Ich wäre gewiss würdiger als Nokvross. Doch Merunes Dagon ließ zu, dass dieser Wurm mich durch Gaunereien und Täuschung ersetzte. Ich schenkte Fürst Dagon großzügig meine Treue. Doch wo war seine Treue mir gegenüber? Ach, wir sollten gehen, Herr. In Ordnung, weiter. Wie erwünscht, Herr. So, er ist direkt weg. Die Chancen stehen gut, dass er nachher mein Haustier ist. Und mir dient.
So, auf nach Hoffnungs... Ne, Hoffensbrand. Man will Hoffnung sagen, aber es ist einfach, das Um fehlt. Das ist der Barbakan, Herr. Geht nach Osten und dann nach Norden, um die innere Feste zu erreichen. Alles klar. Dragonischer Mantikor. Dagonischer. Alter. Der ist neu. Und der hält ein bisschen was aus. Gut, wenn Mantikor im Namen steht, darf er auch was aushalten. Alter Schwede. Gab mal 4000 Erfahrung. Bogenschützen? Pfeile? Kommen jetzt Pfeile von oben? Ne. Ach so. Ach so, warte mal. Da ist unsere Ablenkung, so wie Rönkürs es versprochen hatte. Lasst sie uns nicht vergeuden. Zur inneren Feste. Konnten wir sie noch rechtzeitig sehen? Der rennt tatsächlich da in der Mitte rum. Boah, noch einer. Ach, scheiße. Ein Totenschädel hat mich. Wieder eine Fähigkeit noch loswerden, die gefällt mir nicht. Mal irgendwas anderes hinein machen. Der Sprengknochen wäre vielleicht eine ideal. Der ist gar nicht so schlecht. Dann kann man das am Anfang zünden, dann rennt er hin und explodiert. Und der lässt Heilung. Und dann kann man zwischendurch auch nochmal zücken. Der Skelett wusste genau, oh Gott. Wusste genau wohin. Ich bekämpfe Feuer mit Feuer. Das macht Sinn. Oh, der macht aber auch gut Schaden, aber ich bin auch ein. Ich nehme auch Feuerschaden. Das, der ist ja schon tot. Da habe ich ja nichts gesagt. So. Wir schlachten uns einfach durch bis zum Portal. Bis zur Feste. Und noch ein Mantikor. Warum nicht? Ich habe schon drei besiegt. Nicht ausweichen. Die machen nicht genug Schaden, um mich zu one-hitten. Ja gut, wenn sie mich one-hitten, dann ist sowieso zu spät. Aua. Ist noch nie Elder Scrolls geschaut. Geschweige denn gezockt. Nicht mal Skyrim? Also wirklich kein Elder Scrolls? Blut. Krass. Acht
achtet auf Blutadepten. Das sind Nokvos treueste Diener. Wenn wir ihnen begegnen, könnte die Anachoretin ganz in der Nähe sein. Da hast du wirklich was verpasst. Hey. Ist er gestorben, weil er durch mich geschnetzelt ist. Aber ich sag mal auch, wenn ihr Skyrim und so nicht spielen wollt, ich habe es ja aufgenommen. Ah. Wenn ich jetzt eins von den LPs empfehlen müsste, dann würde ich sagen, wer es kurz mag, die Special Edition. Sehen wir, wie ich das blind gespielt habe, dann nicht die Special Edition. Das ist die Playlist mit den vielen Staffeln. Und Oblivion war ja auch geil. Vor allem der Part, wo ich nach Cheats gesucht habe und dann plötzlich Werbung abspielte. Irre laut. Und ich mich total erschrocken habe. Da habe ich immer noch einen Hasskick auf die Seite. YouTube übertreibt es übrigens auch mit der Werbung. YouTube übertreibt das richtig mit der Werbung. Die ist jetzt mittlerweile in jedem Video Werbung. Ich überlege ja schon, mir YouTube Premium anzuschaffen, damit ich keine Werbung sehen muss. So nervt mich das. Hätte diese Fallen, ne? Okay, das wären dann die 13 Staffeln. Lebst du noch? Rüber und, Wenn Nokvos das Blut der Anachoretin erntet, überlebt sie das womöglich nicht. Dann sollten wir sie schnellstmöglich finden. Das Blut, das ich rieche, ist nicht das der Anachoretin. Sie riecht anders. Anders so alles? Oh, Weg sei Dank. Was, Weg sei Dank? Ich habe mich wohl verhört. Miri ist schon irgendwie ganz, ganz komisch, ey. Die nennen mich dauernd Dick. Und so. Das. Ach. Der lebt ja noch. Der liegt da rum wie eine faule Socke. Ja, genau. Schön in den Waffenständer reingeschlagen. Kommt er nicht mehr raus. Schön in den Waffenständer rein. Ich spüre ihre Anwesenheit auch. Puff. Ja, rennt nur vor. Da, Blutfürst Zavak. Und er hat die Anachoretin. Blutfürst Zavak. Lausch. Lausch? Wieso nehme ich das denn mit? Euer Blut wird den perfektionierten Kataklysten antreiben und eine Verkörperung hervorbringen, um alles für Merones Darkon zu erobern. Ich werde die Maschine vernichten, wie ich den Kluftkataklysten vernichtet habe. Valkynas Nokvos hat den törichten Arox vernichtet und den Orden der erwachenden Flamme geläutert. Ihr werdet euch auch unterwerfen. Bringt sie. Nokvos erwartet uns im Vulkan. Und ihr da, in den Schatten. Um euch kümmern wir uns noch früh genug.
Töricht! Wenn ich meine wahre Gestalt zurückhabe, schlachte ich sie alle! Ein anderes Mal, Arox. Wie erreichen wir diesen Vulkan? Durch die Tür im Norden! Bald wird Nokfrost meinen Zorn spüren! Ich höre schon wieder Fallen. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Ja, und wie es hier weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal.